Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, wir sitzen in meinem Büro, das bedeutet normal immer die Rache des Subs und so ist es auch heute. Wir schauen uns gemeinsam meine Neuzugänge aus dem letzten Jahr, aus dem Juli 2020 an und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe diesmal tatsächlich gar nicht geschaut, wie viele Bücher insgesamt eingezogen sind, aber das werden wir jetzt natürlich sehen und dann auch, wie viele ungelesen sind, welche Bücher gelesen wurden, wie ich die fand. Und ja, was uns so ein bisschen hier erwartet. Ich blende euch das Video wieder mit ein. Wir schauen es uns gemeinsam an. Ich hier auf dem Rechner und euch blende ich es ein. Und ja, jetzt viel Spaß bei den Neuzugängen aus dem letzten Jahr und der Frage, schon gelesen oder subt es noch? Diesmal lerne ich ein bisschen raus und rutsche weiter rüber und oh mein Gott, sind meine Haare da noch lang. Wahnsinn, ja. Aber es ist Sommer und es ist Donnerseelen von Erik Hellen und Mira Valentin bei mir eingezogen. Das ist der Abschluss der Lichtsplitter-Saga gewesen, die letztes Jahr für mich ein absolutes Highlight war. Ich habe alle drei Teile sehr gefeiert. Es ist High Fantasy mit zwei Perspektiven, mit zwei unterschiedlichen Leben, die aber dann eben zueinander finden, die irgendwie ihr Leben sich dann auch verknüpfen. Und ich muss echt sagen, ich fand das großartig. Ich mochte beide Schreibstile super gerne. Ich mochte es, wie sie miteinander verbunden wurden. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ja, von Chetan Parkin ist Human Design eingezogen und das ist meine erste Berührung mit dem Human Design gewesen. Und unglaublich, dass mich das jetzt echt schon fast ein Jahr begleitet. Ich habe es dann, glaube ich, im August im Urlaub gelesen. Ich lese aktuell wieder darin, tauche ein bisschen intensiver ein und finde es mega spannend, was dieses System, dieses Design uns im Grunde über unser Inneres sagt und wie wir ticken, wie wir das Beste aus unserem Tick, aus unserer Veranlagung herausholen können. Ich finde Human Design super spannend. Ich hatte hierzu ja auch schon die liebe Anita zu Gast und wir haben einen Hangout auch zu diesem Thema unter anderem mitgemacht. Da ging es auch noch um Metal Yoga und ich finde das mega spannend. Also zu entdecken, was in einem angelegt ist, wie man eben auch so leben kann, dass man in seiner Erfüllung lebt, dass man eben mit Leichtigkeit geht durch das Leben, was auch so vielleicht die Lebensaufgabe ist, das zu erkennen. Und mit einer Lebensaufgabe ist nicht ein Ziel in 5 Jahren gemeint, sondern wirklich des ganzen Lebens. Ich finde das super spannend. Ich habe damals wirklich versucht, auch so das, was ich nicht bin, zu lesen, um herauszufinden, wie ist das so. Ich fand es mega spannend. Ja, A Single Word von Ivy Andrews aus der Love-Reihe müsste der zweite Teil gewesen sein. Und den fand ich leider nicht ganz so gut, weil er zu großen Teilen den ersten im Grunde wiederholt hat. Wir haben hier ja 4 Mädels, die in England an einer Kunstschule sind, wo es um Fotografie geht, Mode und Ähnlichem. Und im ersten Teil gab es eben auch so eine Art Liebesgeschichte, die mit einem One-Night-Stand begann. Man trifft sich aber dann im Grunde später an der Schule wieder. Und die 4 Mädels wohnen auch in einem Haus in der WG. Und hier hat es die Geschichte im Grunde ähnlich aufgegriffen. Ich weiß, dass ich nach dem dritten auch gar nicht mehr weitergelesen hatte. Der erste Teil war für mich wirklich ein Highlight in dieser Reihe und hat mir besonderen Spaß gemacht. Aber schön, wie das Cover so gefühlt ein bisschen zu meinem Shirt mit den Flamingos gepasst hat. Im Juli müsste ja auch letztes Jahr mein Buch der Bücher herausgekommen sein, wenn ich mich nicht täusche, weil das so präsent im Hintergrund steht. Wahrscheinlich habe ich da in den Neuzugängen auch nochmal drüber geredet. Und dann habe ich Menge Exemplare gekauft. Ich glaube, es waren 2 von Jeffrey Archer. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die bis jetzt noch nicht gelesen. Ich habe die gefühlt auch ja, direkt wieder weitergegeben an den guten Freund, der Jeffrey Archer super gerne liest. Für mich funktioniert Jeffrey Archer meistens nur über das Hören. Ich finde seine Geschichten spannend und interessant. Sie sind aber manchmal auch schon so ein bisschen sehr ausholend und ja, das klappt für mich beim Hören besser. Das Spiel der Mächtigen ist, glaube ich, eine Neuauflage gewesen. Das Buch ist, glaube ich, mal unter einem anderen Titel erschienen. Ich habe die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mir die entdeckt hatte. Und es müsste dann auch noch ein zweites von ihm kommen. Und ich habe aber recht schnell gemerkt, ich habe in irgendeins der beiden reingelesen und dachte, nee, Jeffrey Archer funktioniert für mich nur, wenn Richard Barenberg vorliest. Und die beiden Bücher habe ich dann im Grunde, genau hier, Triumph und Fall, habe ich im Grunde direkt so weitergegeben, ohne sie weitergelesen zu haben, weil ich weiß, hier werde ich mir die Hörbücher holen,
wenn mir nach den Geschichten ist. Ich muss die nicht auf dem Sub versauern lassen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch ein Subbuch, Berg der Legenden von Jeffrey Archer, das ich mir für den Herbst-Winter dann vorgenommen habe. Werde aber da vielleicht dann tatsächlich auch zum Hörbuch greifen. Ich habe aber die Hoffnung, dass Berg der Legenden ein Highlight ist und dann darf das Buch auch hier bleiben. Ähnlich wie bei der Clifton-Saga, da habe ich ja auch nur noch einen Band behalten, weil ich die nie rereaden werde, sondern immer zu den Hörbüchern greifen werde, weil die so, so toll vertont sind und ich hatte einfach auch mit der Clifton-Saga so viel Spaß. Und ja, von David Mitchie ist The Queen's Corgi eingezogen. Habe ich jetzt ja im Mai, Juni irgendwann gelesen, als ich auch The Crown, die Serie, angeguckt habe. Ist ein englisches Buch von David Mitchie, der bekannt ist durch die Katze des Dalai Lama. Und auch hier erzählt uns der wunderbare Hund Nelson, der Corgi, der Queen, so ein bisschen das Leben in der Königsfamilie, im Königshaus. Wir sind eben bei der Queen, wir treffen auf zwei weitere Corgis und auf Margaret und Winston. Und ich fand das großartig. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Das Englisch war wirklich leicht, war gut verständlich. Ich bin da wirklich gut durchgekommen und habe es sehr, sehr genossen, David Mitchie einfach nochmal so mit Hunden zu erleben, wo man ihn ja sonst eher mit Katzen kennt. Von Lauren Laney ist Marriage on Madison Avenue eingezogen. Das müsste der dritte Teil der Park Avenue-Reihe sein, die mich ja total überraschend begeistert hat im letzten Jahr. Wir haben drei Frauen, die im Grunde den gleichen Mann lieben. Wir haben einmal die Ehefrau, die langjährig Geliebte und ich glaube die kurzfristige Affäre. Und alle drei treffen sich im Grunde auf der Beerdigung und sind da aber nicht verfeindet oder böse aufeinander, sondern sagen, sowas passiert uns nicht mehr, wir passen jetzt aufeinander auf. Und im dritten Teil begleiten wir, ich glaube, die langjährig Geliebte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, das erste war die Affäre, im zweiten Teil waren wir bei der Ehefrau. Und jetzt müssten wir bei der langjährigen Geliebten sein, die eben auch weiterhin natürlich in New York ist und deren Leben, wie es weitergeht, wir jetzt im Grunde auch lesen. Und ja, im Titel steht schon, es läuft natürlich auf eine Liebesgeschichte hinaus. Und ja, war ein überraschendes Highlight. Diese Trilogie hätte ich gar nicht mit gerechnet, hat mir aber wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und wer da einfach mal so ein bisschen auch was Humorvolles in der Liebesroman-Richtung lesen möchte, der hat hier auf jeden Fall was gefunden. Von Paulo Coelho auf dem Jakobsweg habe ich jetzt auch im Urlaub gelesen gehabt, weil ich einfach noch auf der Suche, glaube ich, nach einem dünnen Büchlein war und ich mit Coelho auf den Jakobsweg wollte. Man darf hier nicht erwarten, dass es ein Buch ist, wo er auf dem Jakobsweg geht, beziehungsweise wie man es eben vielleicht von Berichten von Menschen kennt, die auf dem Jakobsweg laufen, was sie empfinden, was sie denken, was sich verändert, wie das Wandern ist, wie die Umgebung. Es ist ein sehr, sehr spirituelles Buch und ich habe da auch schon wirklich so erst anfangs ein bisschen mit mir gehadert und habe aber dann gedacht, okay, lass dich drauf ein und dann hat es mir wirklich gut gefallen. Es ist jetzt kein Highlight, aber ich fand es toll. Ja, After the Fire von Will Hill war auch ein überraschendes Highlight. Hier treffen wir ja auf ein Mädchen, das uns ihre Geschichte in einer Sektengemeinschaft erzählt und sie aber eben nach dem Feuer, wie es der Titel sagt, mittlerweile im Krankenhaus ist, nicht in Gewahrsam, aber im Krankenhaus ist, dort natürlich auch verhört wird, wie es um ihre Psyche und Ähnlichem steht. Und das fand ich auch richtig toll. Also ich fand es mega erschreckend, wie eben Sekten natürlich funktionieren, wie das im Inneren funktioniert, wie Menschen im Grunde so an diese Macht kommen, welche Menschen solche dann im Grunde auch folgen. Das fand ich super beängstigend, mal wieder zu lesen, sich das so vor Augen zu führen und gleichzeitig natürlich ihr Jetzt zu erleben, wie es ihr jetzt geht, eben nach dieser Zeit, wie es nach dem Feuer in dieser Wohneinheit sozusagen geht oder in dieser Wohnsiedlung. Und wir sind natürlich in ihren Gedanken drin. Wir wissen, was sie erzählt, wie sie es erzählt, warum sie manche Dinge nicht erzählt. Und erleben natürlich dann auch, was sie sagt, wie sie es sagt, was sie auch verheimlicht. Und das war wirklich super spannend, packend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und war wirklich ein Highlight für mich und richtig, richtig toll. Dann ein Buch, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo entdeckt habe oder geschenkt bekommen habe, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Tolkien und C.S. Lewis, zwei große Autoren, die, unter anderem steht eben Tolkien drauf. es schlägt natürlich mein Herz sofort höher. Ein Buch, in das ich noch nicht groß gelesen habe, aber ich mich drauf freue, war also sozusagen das erste Buch, ne, was ungelesen war. Und hier kommen wir in die irgendwas mit Winterpalast von, also es ist was Historisches, was glaube ich in Russland spielte.
die Herrin des Winterpalastes, glaube ich, habe ich angefangen zu lesen, konnte mich leider nicht sehr packen. Also da habe ich, glaube ich, wirklich nur so 50, 60 Seiten gelesen und dachte dann, puh, nein, das war einfach nicht meins. Auch hier wäre vielleicht meine Vermutung, würde es vielleicht als Hörbuch funktionieren. Ich kann nicht erklären, warum das so ist, aber wer vielleicht auch solche Hörbuchpräferenzen hat, der kann das nachvollziehen. Also gelesen und dann leider zur Seite gelegt, weil ja, es mir nicht gefallen hat. Und diese Haare sind ja wirklich irre. Was hat die Steffi da letztes Jahr? Also, wobei die dunkle Farbe finde ich gar nicht so schlecht, aber ich weiß, warum sie dann wieder kürzer wurden. Ich kann das gerade, wenn ich das so sehe, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das war dann auch schon das letzte Buch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder kommt da noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war schon. Ja, das waren sie nun, die 11 Bücher, die bei mir eingezogen sind. Eins ist ungelesen. Das schreibe ich mir auf jeden Fall in meine Liste mit auf. Die beiden Jeffrey Archer sind ausgezogen, ohne groß gelesen worden zu sein, weil ich da einfach, ja, das war, glaube ich, ein sehr extremer Impulsivkauf. Wie das manchmal bei Menge-Exemplaren so ist. Aber der Juli mit 11 Büchern, ja, im Grunde gar nicht so schlecht. Und richtig toll fand ich es zu sehen, dass die Queen's Corgi dabei war und auch Human Design. Ja, wirklich zwei Bücher, die mich sehr begeistert haben. Oder auch, wenn ich an After the Fire denke oder auch an die Park Avenue-Reihe. Ja, richtig, richtig toll. Und natürlich auch Eric Kellen. Da kommt jetzt, glaube ich, auch demnächst was Neues. Da freue ich mich schon. Ja, ein Buch, finde ich tatsächlich sehr gut und freue ich mich drüber. Man kann das jetzt natürlich mit den Jeffrey Archer-Büchern sehen, wie man möchte. Aber sie sind ausgezogen, sie sind nicht mehr auf dem Sub. Und dementsprechend ist es jetzt nur ein Buch. Und ich denke, so eine Art Biografie oder Betrachtung von außen über Tolkien und C.S. Lewis, da muss man tatsächlich auch einfach in Stimmung sein, um sowas zu lesen. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, ob ihr eins der Bücher vielleicht aus dem letzten Jahr gelesen habt, ob ihr eins der Bücher kennt, wie vielleicht so euer Sub aufgebaut ist. Da können wir uns ja gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber unterhalten. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.